Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Menschen. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Ostsee. Richtung Ostsee. Hinter mir geht die Sonne gerade unter. Und ich mache mir gerade so ein paar Gedanken oder habe mir den ganzen Weg schon Gedanken gemacht, wie häufig man Eltern mit Kindern sieht, wenn die dann verreisen, wo hinten die DVD-Player angeschlossen sind, wenn die dann in den Urlaub fahren. Ja, hinten nimmt man die ganze Disney-Palette mit und alle möglichen anderen komischen Märchen und Cartoons und was heute alles man noch so geschaut wird. Und ich erwische mich selber manchmal dabei, dass man während man im Auto natürlich sitzt als Beifahrer, dass man anstatt in diese wunderschöne Natur zu schauen, irgendwelche YouTube-Sachen guckt, irgendwelche Reels auf Instagram oder YouTube-Shorts und so ein Zeug. Und ich wollte euch einfach nur euch einfach nur sagen, ja, es ist so krass, was Gott geschaffen hat, die ganze Natur und hier ein Reh, da ein Kranich, da eine Gans, da die Bäume, die Vegetation ändert sich von Kilometer zu Kilometer. Und das ist so interessant und so wunderschön und es ist so schade, wenn die Kinder davon nichts mitbekommen. Und wenn wir als Erwachsene auch noch dann vor diesem Ding hängen, jeder gafft in seinen komischen Bildschirm rein und weiß gar nicht, ob Sommer, Winter, Herbst, Frühling ist. Und ja, vielleicht verzichtet ihr mal beim nächsten Urlaub auf den DVD-Player, auf das Tablet und auf das Laptop für die Kinder, damit sie ruhig sind hinten, sondern nehmt ein ein Buch mit, wo viele Tiere erklärt werden, die man so unterwegs sieht. Vielleicht Wild sieht man ja immer wieder an den Straßenrändern, vor allem Rehwild und Gänse, wie gesagt, Kraniche, Füchse sieht man mal und Hasen und was weiß ich was alles. Und das ist einfach super, super interessant. Und ja, Bäume vor allen Dingen. Was ändert sich? Die Bäume ändern sich, wenn man von Region zu Region fährt. Hier gibt es zum Beispiel ganz, ganz viele, wie heißen die? Kiefern. Ich liebe Kiefern. Kiefern, die wachsen so schön und haben so eine schöne Farbe. Und Richtung Kroatien, da gibt es wieder Pinienbäume. Das ist alles mega interessant. Und wenn wir so ein bisschen runterfahren, ein bisschen langsamer werden und ein bisschen nach links und rechts mal schauen, dann sehen wir die Liebe Gottes, die er ausgießt jeden Tag, um uns zu zeigen, hey, ich liebe dich. Alles das, was ich gemacht habe, ist für dich, damit du dich freust. Also, wenn ihr dieses Video geguckt habt, dann legt das Handy wieder weg. Schaut mal aus dem Fenster, hier ist zumindest schönes Wetter. Bis auf ein paar Streifen am Himmel ist alles wunderbar. Und ich danke euch fürs Zuhören an dieser Stelle und wir sehen uns demnächst. Bis demnächst. Gelobt Jesus Christus und Maria und tschüss.